Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir wollten heute mal mit Lysette reden. Machen wir direkt mal. Ihr seid der Mann, den alle Herold nennen. Gegen meinen Willen, ja. Falls ihr wisst, wie man sie davon abhalten kann, bin ich ganz Ohr. Tut mir leid. Diese Dinge neigen dazu, sich zu verselbstständigen. Aber ich bin froh, dass es euch nicht zu Kopf steigt. Ich bin dem Orden nicht beigetreten, um meinen Glauben einfach so zu wechseln. Aber ich honoriere die Bemühungen der Inquisition und eure Rolle dabei. Allerdings tun das nicht viele Templer. Wir sind ein von Natur aus misstrauischer Haufen. Kann ich verstehen. Und wer, wie gesagt, die Geschichte von Dragon Age kennt, weiß auch, dass die Magier und die Templer nicht unbedingt immer die besten Freunde sind. Im Prinzip heißt es so, sind die Magier sind für solche diese Bresche verantwortlich. Ursprünglich waren es Magier, die zu viel gewollt haben, die eigentlich diese dunkle Brut und die Bresche ja erschaffen haben. Und die grauen Wächter ja haben versucht, diese Bresche zu schließen. Da sind zwar dann auch immer Magier dabei gewesen, aber naja, die Templer selbst haben eigentlich alle anderen Magier zu bewachen versucht. Mit Hunger versucht. Ich wüsste gern eure Meinung über den Templerorden. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Während wir einst alle Völker vor den Gefahren der Magie beschützten, stolzieren wir heute nur noch herum und gieren nach Macht. Eines Tages werden die Zirkel hoffentlich wieder Zufluchten sein, in denen Magier ihrer Kunst nachgehen können. Ihr kehrt nicht zum Orden zurück? Als der Tempel explodierte, haben eure Truppen die wenigen von uns gerettet, die noch am Leben waren. Mein Leben ist eine Schuld, die ich zu begleichen gedenke. Egal wie. Nur dann. Wisst ihr, was die Explosion verursacht haben könnte? Nein, ich bin nur eine Rekrutin. Glaube und Hoffnung öffnen euch nicht die Türen zu den wichtigen Versammlungen. Allerdings hat mir genau das Leben gerettet. Wie seid ihr eine Templerin geworden? Es erschien mir richtig. Meine Eltern sind Handwerker in Denerim. Ich hätte das Schusterhandwerk lernen können, wie mein Vater. Aber das hier schien mir besser zu sein. Es ist eine Chance, die Gesetze der Kirche hochzuhalten und den Magiern durch schwierige Zeiten zu helfen. Ja, uns helfen ist immer so eine Sache, ne? Das überrascht mich jetzt. Nicht alle Templer sehen in Magiern Gefangene oder Schurken. Einige von uns wollen einfach nur das Gleichgewicht wahren und dafür sorgen, dass Magier ihre Kunst in Sicherheit ausüben können. Eine einzige Person, die etwas unternimmt, kann etwas bewirken. Das solltet ihr nicht vergessen, Herold. Okay, danke. Wir unterhalten uns später. Geht mit dem Segen des Erbauers. Ich gehe mit dem Segen des Erbauers. Und zwar jetzt in die Richtung von dieser, da oben, dieser Quest. Also, letzte Notizen. Einmal hier und dann hier links abbiegen, ne? Bleib mal auf den Wegen. Weil mit der Karte bin ich noch nicht ganz so vertraut, aber das wird alles noch nach und nach. Eine Elfenwurzel nehmen wir mit. Flup, 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 eingesammelt. Suchen. Wenn der Kompass pulsiert, kannst du V drücken, um eine Suche einzuleiten. Bei einer aktiven Suche wird die Richtung der verborgenen Gegenstand durch ein weiteres Pulsieren auf dem Boden angezeigt. Sobald du nah genug bist, werden sie außerdem enthüllt. Also V. Ich sollte mich umsehen. Ja, ja, bin schon unterwegs. V. V. Rein erstmal. Au. Ah, hier. Bringt die Notizen zu Adan. Na, da gehen wir dann später hin. Ja, wird, denke ich, dann auch noch reichen. Ich will jetzt aber erstmal hier, ja, mich sozusagen aus Haven rausbegeben und mal ein bisschen was schnetzeln und chill. Was ist das denn? Requirieren, wenn du... Na gut, dann müssen wir halt doch noch weiter in die Richtung. Irgendwo. Wird ja wohl noch ein Weg sein. Mitten durch die Wildnis. Nein, hier hinten ist kein Weg mehr. Scheint so. Oder? Ist hier ein Tor? Da ist ein Tor, da ist ein Tor. Ich sehe ein Tor. Und ich sehe hier auch noch Eisen. Kann ich das einfach so abbatzeln? Ja, nur sehr schön. Nochmal Eisen. Nehmen wir auch mit. Zweimal Eisen erhalten. Hier ist auch nochmal Eisen. Ich nehme es einfach alles mit, was ich jetzt erstmal finde. Wer weiß, es könnte sich eines Tages als nützlich erweisen. Eisen sollst du scheißen oder so ähnlich. Ging das nicht so? Ach nee.
Hier oben ist nichts. Und dann gehen wir mal unten rum übers Tor. Da unten ist auch nochmal Eisen. Schade, dass der nicht automatisch hinläuft. Das müsste man eventuell noch einstellen können. Muss ich mal gucken. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt sammeln wir erstmal ein. Ich denke schon, dass ich das einstellen lässt. Bei den meisten Spielen geht das ja. So. Okay, was haben wir da? Nochmal Eisen. Wir sind hier irgendwo im Steinbruch gelandet oder was ist das? Hopp. Und hier. Ich dachte eigentlich, die Karte wäre schon zu Ende. Stattdessen bin ich hier quasi in der Wildnis gelandet. Naja, warum nicht? Haven ist größer als ich dachte. Hui. Glücklicherweise für den Fall, dass es einen Schneesturm gibt, habe ich ja meinen Feuerstab da. Da kann ich mich selber warm machen. Eine Elfenwurzel nehmen wir mit. Und hier hätten wir nochmal Eisen. Da oben. Aha. Ich gehe mal kurz hier runter. Kann ich hier angeln? Wäre ja mal was Lustiges. Aber stattdessen ist das hier nur der zugefrorene Fluss, über den wir ja eigentlich schon mal gelaufen sind. Ich denke zumindest, dass es derselbe ist. Entschuldigung, da war ein Husterlein. Den musste ich vermutlich rausschneiden, wenn ich es nicht vergessen habe. Aber meistens klappt das ja. So, okay. Irgendwo M. Genau andersrum. Alles klar. Dann da in die Richtung. Irgendwo muss hier noch was sein. So, eine Elfenwurzel, ja. Nehmen wir auch mit. Mit Elfenwurzel kann man immer gute Sachen herstellen. So. Einer weniger. So, okay. Hätte ja sein können, dass ich die Viecher jagen muss, aber offensichtlich war das nicht der Fall. Kodex eingegraben, freigeschaltet, wieder. Na gut. So, also nochmal M. Wenn du Materialien sammelst, können bei der Quartiermeisterwaffen für die Inquisition angefordert werden. Ach so, alles klar. Ich muss hier nur die Materialien sammeln. Menü. Na, Eisen habe ich auf jeden Fall gefunden. Ob hier noch das andere, was ich da noch finden musste, in der Nähe ist. Ach, Holz. Klar, Holz sollte ich noch sammeln. Muss ich nur noch. Hier unten haben wir Eisen. Wissen, wie man hier einen Holzfäller fällt. So, wo ist denn jetzt das Eisen hin? Da hinten in der Ecke. Holz brauchte ich noch. Und kann ich die fällen ja? So. Nö. Nee. Da ist nochmal Eisen. Also irgendwo muss eigentlich noch Holz sein. Das finden wir auch noch. Weil Bäume gibt es hier ja in der Nähe. Und Eisen sowieso. Ist schon sehr gut, dass ich das hier ohne Spitzhacke abarbeiten kann. Mal was Neues. Mit bloßer Hand wird Eisen gefarmt. So. Alles klar. So, also diese Bäume gehen hier offensichtlich nicht so gut. Was ist das da? Achso, das sind die Viecher wieder. Ja. Nö. Irgendwie muss ich doch an die Bäume rankommen. Oder brauche ich da wirklich eine Axt für? Ja, Eisen kriege ich so ab, aber die Bäume kriege ich nur mit Axt oder was? Wäre es ja noch. Nix da. Komm, irgendwo muss es Bäume geben. Irgendwie müsste es ja gehen. So, hier ist wieder eine Eisenwand, denke ich mal. Ja, siehst du, da unten ist welches. Weißt du was, ich nehme es mit. Weil, wie gesagt, was du hast, hast du. Oh, ein Schnee hier. Aber schön auch, wie sich die Spuren abbilden. Aber das sollte natürlich bei so einem modernen Spiel schon der Fall sein. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob das die Tiere hier genauso machen, dass die auch Spuren kriegen. Aber, naja, wir werden sehen. Blub, 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 blub. Offenbar, hier gibt es schon wieder keine Spuren. Redet man über die schönen Spuren und dann sind sie auf einmal weg. Sowas. Also, ich weiß wirklich derzeit nicht, wie ich jetzt hier an das Holz rankomme. Na, muss ich mal gucken. Das kriegt man auch hin. Was ist das denn hier für Flagge? Wo bin ich denn eigentlich? Ja, ich laufe schon wieder zurück. In Richtung der Brücke. Und habe hier... Ach, das ist... Ja, alles klar, das ist die Brücke, wo wir waren. Erinnert ihr euch, dass ganz am Anfang, wo wir hier drüber gelaufen sind, um ja die Bresche zu schließen. Ich dachte, die wäre kaputt gewesen. Oder ist das eine andere Brücke? Nun kann auch sein, es wird wahrscheinlich eine andere sein. Alles andere war Blödsinn. Was ist das da drüben? Ein riesiger Ochse. Ein Wiesent. Hallo Wiesent. Treffe ich dich? Ja, ich treffe dich.
So, komm, von Weitem. Ich will den Codex-Eintrag dafür sozusagen haben. So, ist ja fast geschafft. Komm, los, Junge. Bis der hier ist, ist er hin. Jawohl, wunderbar. Kein Codex-Eintrag? Sauerei. Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Na gut, dann eben nicht. Okay, dann wird es aber, denke ich, trotzdem Zeit, uns in Richtung des Ausgangs zu geben, weil da wollten wir eigentlich die ganze Zeit schon hin. Renne ich die ganze Zeit hier rum? Hier runter will ich, kann ich das irgendwie markieren? Dankeschön. Und dann hier in die Richtung. Lalalalala. Ich kann mich ja trotzdem noch, während ich mich durch den Wald begebe, ein bisschen umschauen, aber ich glaube, ich habe keine Ahnung. Was ist das da? Holzschlagposition beanspruchen. Aha. Dann gehen wir mal dahin. Nur siehst du, habe ich doch was gefunden. Eine Holzschlagposition. Okay. Blub. Alles klar, eine Holzschlagposition. Das heißt, hier gibt Holz wohl oder sowas. Gut zu wissen. Ich denke, das wird aber auch die einzige sein, die wir finden hätten können. Weil sonst ist hier nämlich nichts. Naja, umso besser. Auf jeden Fall das, was wir haben wollten, haben wir gefunden. Wir können die Holzbäume also nicht von Hand fällen, sondern beanspruchen nur die Position. Muss einem ja auch gesagt werden. Ich habe natürlich auch nicht drauf geachtet, was wir denn als letztes noch brauchen. Aber naja gut, jetzt wissen wir's. Jetzt haben wir's. Und ja, den Rest, den holen wir uns dann später. Ich denke, ich muss erstmal mit dieser Giselle da reden. Das haben wir ja schon lang genug aufgeschoben hier, Haven zu verlassen. Seit 10 Sekunden nicht aus dem Gebiet, seit 10 Folgen nicht aus dem Gebiet rausgekommen. Aber das hier nehmen wir noch mit. Man kann ja nie genug von den Ressourcen haben. Gerade am Anfang eigentlich. Weil gerade am Anfang, denke ich, halte ich es schon für wichtig, so gut wie möglich ausgestattet zu sein. Elfenwurzel. Ein Stückchen näher. Dankeschön. Ob die nachwächst? Ich dachte, ich hätte hier alles mitgenommen. Hm, hier auch nochmal. Kann natürlich auch sein, dass ich mich geirrt habe. Wer weiß das schon. Oh, süßes Karnickel. Ja, es gibt Bratfleisch. Entschuldigung, du auch. Entschuldigung. Eigentlich bin ich ja immer lieb gegen Karnickel, gegenüber von Karnickeln, aber naja, manchmal lässt sich es nicht verändern. Codex-Eintrag freigeschaltet. Nack heißen die Dinger hier also. Okay. So, wir könnten reisen. Quest 1 von 2. Erwähnte, ja, bringen Notizen zu Aida und das wissen wir, das ist hier. Und, wo kann ich die Gebietskarte? Achso, alles klar. Nee, Weltkarte ist schon richtig. Zurück. Ist auch nicht richtig. Ich muss mich erstmal hier im Navigieren ein bisschen noch formen. Also machen wir erstmal hier zu. Ah, alles klar. Zumachen, Hinterlande. Da geht's hin. Tagebuch. Bedrohung bleibt bestehen. Karte aufrufen. Und reisen wir da mal hin. Zu diesem Ort reisen. Wen nehmen wir mit? Die Auswahl ist nicht so groß. Ich würde mal sagen, bestätigen. Nein! Hinzufügen, entfernen, alles klar. Hinzufügen, entfernen. Und Solas darf auch noch mitkommen. Bestätigen. Lalalalalala, na komm. Weiter geht's. Am Kartentisch kannst du die Macht in Aufklärungsvisionen investieren. Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht, aber mussten wir auch bei Gelegenheit machen. Kinder von Andraste. Es gibt viele falsche Annahmen, was Andrastes Blutlinie angeht. Monsieur, meiner Ansicht nach liegt das an den an einer generellen Unkenntnis über Andrastes sterbliches Leben. Selbstverständlich sind doch nach ihrem Tod zahlreiche Kulte entstanden, von denen jeder unsere Herrin für seine Kultur beanspruchte und behauptete, dass ich das nächste Mal weiterlesen muss. Na gut. Ja, okay, ich denke mal, den Ladebildschirm überbrücke ich einfach, indem ich, ja, die Folge beende und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Bis denn, tschüss.